So, hallo und herzlich willkommen zu Dana 2016, zu einer neuen Folge und mit dieser wundervollen Aussicht auf den, keine Ahnung wie der See heißt, begrüße ich euch recht herzlich. Und zwar ist Raul auch wieder da, hallo. Guten Tag, hallo miteinander. Und ja, die Map ist rausgekommen und es gibt Zombie-Wapitis, jetzt blöd gesagt. Und die Zombie-Wapitis, wir haben vorhin schon ein paar geschossen, die werden wir jetzt heute bejagen gehen. Und euch hoffentlich mal ein paar gute Abschüsse zeigen von den Viechern. Es war jetzt ewig kein Video mehr da. Das liegt einfach daran, dass mein Internet sich selber erhängen geht. Und ja, wir werden heute einfach mal eben ein bisschen gehen. Ich habe hier mal die 9.3er mitgenommen auf Wapit. Die ist relativ gut. Und die 30-30 für Hirsche und so. Die muss ich ja ein bisschen leveln wieder mal. Mal gucken, ob ich da noch ein separates Video dazu mache. Raul, was hast du dabei? Die Wetterby und die 9.3er, genau. Cool. 9.3er. Ja, Weatherby auch eine richtig saftige Waffe, richtig Dampf hinter der Schüssel und ja. Genau. Ist für Bären gerechnet. Genau, und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier in dem, bei den Seen und Flüssen ein bisschen rum, callen ein bisschen und dann werden wir schon sehen, was uns vor die Flinte läuft, oder? Genau. Gut, also bis gleich. Bis gleich. So, hier sind wir jetzt wieder. Ich habe jetzt hier den ersten Wapiti vor. Und Raul, ich weiß nicht, ob der mich sieht, soll ich schießen? Ist da auch ein Zombie-Wapiti? Sieht man jetzt sehr schön. Soll ich ja, schießen? Okay. Schieß. Ja, ist tot. Jetzt schnell mal gucken. Oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen Lags hier. Jo, der erste schöne Zombie-Wapiti. Mit einem Riesengeweih. Ja, der ist nicht so groß, der hat vielleicht 230, 240 wird er haben, vielleicht. 274. Ja, ich glaube, ich halte einfach lieber die Klappe in solchen Trophäensachen. Da bin ich nicht sonderlich gut drin. Dann machen wir mal einen kleinen Trophy-Shot. Und damit haben wir auch schon den ersten Zombie-Wapiti für die Jagd erlegt. So. Da sieht's gut aus. Perfekt. Gut. Das wäre dann der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Ich werde jetzt nochmal callen. Und ich weiß nicht, vielleicht gehen wir dann auch den Flusslauf nochmal zurück und gucken mal, ob wir dann auch noch was finden. Hm? Und ja. Würde ich sagen, wir holen euch gleich wieder dazu, wenn wir das nächste Tier vorhaben. So, wir sind jetzt wieder, wir haben jetzt einen Bären vor und der Bär, bitte nicht angreifen. Komm schnell, dann kannst du den schießen. Wir haben jetzt, wollten ja eigentlich auf Wapitis gehen, aber weil wir hier sowieso alles ein bisschen zeigen wollen, haben wir jetzt auch schon einen Bären vor. Und der ist... Hä, hat der uns bemerkt? Der rennt weg. Sorry, war wohl ich. Mist, naja, egal. Bären hat man gesehen. Schade, dass es kein Abschuss geworden ist, aber ich meine. Es muss ja nicht jedes Mal das Ziel einer Pärchen Abschuss sein. Außerdem haben wir hier noch. Warum vibriert jetzt mein Handy? Außerdem haben wir hier noch im Multihirsch am Verfolgen. Jetzt gerade wieder rumschreit, wie sonst was. Ich glaube, der rennt uns ein bisschen hinterher, kann das sein? Nein, das ist doch ein Weibchen. Ja, ja, das kann ich weiß ja nicht, ob das da ein Weibchen ist oder halt, ob das hier ein Männchen ist. Ah, okay, ja. Das ist die große Frage. Mhm. So, hier sind wir jetzt wieder. Ich habe jetzt hier einen Bären vor unten, Weibchen, ein Maultierweibchen, das da unten zieht. Raul, da oben, der Bär, siehst du den? Ja. Gut, nimm ihn ins Visier. Ja. Ich gucke, ob ich das Weibchen irgendwo finde hier noch. Und da ist es. Kannst du schießen? Ja. 3, 2, 1. Mist, das ist zu weit hinten. Liegt. Ging in die Lunge bei mir. Es war richtig dämlich hinterm
Ja gut, 340, aber wieder rührt sich dann nicht mehr viel. Gut, meins gehen wir gleich nach, so jetzt gehen wir noch kurz hoch den Bären mal begutachten. Hey, ich bin Level 2 mit der Adobe. Ah, cool. Freut mich. Den aufsagen. Was ist ein Bapidi? Ah, sehr gut, dann kriegen wir vielleicht sogar noch einen Zombie-Bapidi vor die Linse. Das wäre natürlich hervorragend. 23.000. Ja, das sind 23.386. Das ist nicht 23.000. Genau, ja. Okay, ich gehe jetzt mein Maultier-Dings nachsuchen. Das müsst ihr nicht unbedingt mitkriegen. Und wenn wir dann eine Bapiti vorhaben, dann melden wir uns wieder. Bis gleich. So, da sind wir jetzt wieder. Und zwar ist der Bapiti jetzt irgendwo. Ich weiß nicht wo. Ich habe ihn definitiv gerade gehört. Der muss da irgendwo sein, der kann da auch nur sein. Ich call einfach nochmal, vielleicht haben wir nochmal Schwein und der meldet sich nochmal. So, sind wir jetzt, wir haben jetzt endlich diesen dämlichen Zombie-Bapiti. Willst du den schießen oder soll ich? Sonst schieße ich jetzt. Nein, der rennt weg! Der rennt weg, der rennt weg, der rennt weg. Nein, 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 nein. Habe ich ihn erwischt? Keine Ahnung. Ah, da könnte ich mir schon wieder die Zähne ausreißen. Ja, jetzt komme ich, hallo, komme ich mal bitte wieder aufs Spiel. Dankeschön, sehr freundlich. Ach, Mist, gibt sowas. Jetzt rennen wir dem Scheißviech eine Stunde hinterher und dann... So, Malheur. Ach, Kacke, ich glaube nicht, dass ich ihn noch erwischt habe. Oder? Lunge, Herz! Herz? Ich habe ihn in die Lunge erwischt. Oh Gott. Epic Win, will ich mal sagen. Jetzt müssen wir nur noch finden. Das wäre natürlich auch noch super. Da ist er. Was für eine Odyssee. Also das Viech hat uns auf Trab gehalten, auf jeden Fall. Wieder ein schöner... Und gar nicht so ein schlechter, guck dir mal den an. Warte mal. Ist jetzt natürlich, da ist noch ein Spieß raus. In den Ameisenhaufen. Hm. Ja. Rechte Lunge, ja, durchs Hinterbein durchgesammelt. Calculating Score. Warum du schaffst es? Na, ist ja auch egal. Ja. Das soll es erstmal gewesen sein. Okay. War auf jeden Fall cool, ne? Hat Spaß gemacht. Ja, danke dir. Jo, kein Ding. Und der sieht wirklich gar nicht so schlecht aus. Ich weiß jetzt leider nicht den Score, den werde ich euch gleich noch zeigen. Und dann, ja, würde ich sagen, ne? Weit mal heil. Check die Map aus, ist richtig cool gelungen. Und auf jeden Fall auch ein paar von diesen Zombie-Bapitis schießen, ne? Ist auch wichtig. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dahin, ja, haut rein, ne? Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten. Bis dahin, ciao. Ciao.